Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver in der Random Nuzlocke-Variante. Und wir werden uns heute darum kümmern, dass wir Team Rocket übelst ausschalten werden, und zwar den hier zuerst. Er hat sich nämlich mit mir angelegt, er hat mich dumm angeguckt und wer mich dumm anguckt, der gehört gleich verprügelt. Nein, ihr dürft mich ruhig angucken, aber ich werde mich dann ein bisschen dumm vorkommen. So. Slimer von Team Rocket wird eingesetzt, sehr schön. Wir setzen einfach Dämon ein. Stimmt, der war ja nicht mehr ganz so fit. Keine Ahnung, was ich da tue. Ich bin nämlich gerade erst aufgestanden. Ich habe gestern ein bisschen länger gestreamt und dann habe ich noch League of Legends gezockt, obwohl ich aufnehmen wollte. Weil es mich verwirrt. Egal, der wird mich schon nicht umbringen. So, Kollege. Komprimator kannst du ruhig machen. Interessiert mich glücklicherweise kein Stück. Weil ich dann nicht dadurch sterbe. Wir brauchen übrigens noch bessere Attacken. Für Dämon. Ja, das war klar. Aber das ist gut. Das ist gut. Ich dachte schon, ich habe wieder Pech heute, aber anscheinend nicht. Ja, nice. Der Typ ist auf jeden Fall schon mal für den Arsch. Ja, komm. Das geht, das geht. Ich denke mal, Dämon wird zu unseren Stärksten gehören, die wir haben. Weil er ist einfach verdammt schnell und verdammt stark, muss man dazu sagen. X-Bud ist schon eins der stärksten Pokémon, die es gibt. Ich habe übrigens heute auf YouTube ein Video gesehen mit den neuen veröffentlichten Pokémon von Sonne und Mond. Und da gibt es dieses Drachen-Pokémon. Wer von euch hat diesen Trailer schon gesehen mit dem Drachen-Pokémon? Oder hat das Drachen-Pokémon schon gesehen? Dieses Drachen-Normal-Typ war das, glaube ich. Der ist irgendwie... Der ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe ihn mir angeguckt. Und er sieht einfach nicht aus wie ein Pokémon. Keine Ahnung. Vielleicht muss man sich da einfach daran gewöhnen. Es ist immer so, bei jedem neuen Teil von Pokémon denkt man sich, what the fuck ist das? Und man muss sich einfach nur daran gewöhnen. Aber ich weiß nicht. Hat mir nicht gefallen. Kannst du gar nicht. Egal, darum soll es heute nicht gehen. Aber schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr von den neuen Pokémon haltet, die jetzt vorgestellt worden sind. Und ich glaube, ich sollte das Pokémon wechseln. Wobei, er macht sowieso keinen Volltreffer. Glaube ich nicht. Würde mich mal interessieren, auf jeden Fall, was ihr davon haltet. Währenddessen wir hier schon hier gegen einen Slimer kämpfen, der absolut nichts drauf hat. Worüber ich mir momentan Sorgen mache, ist, wann Tau wieder kommt. Wenn Tau jetzt demnächst kommt und unsere Pokémon sind nicht trainiert, habe ich schon ein Problem. Ein Slimog. Ja, Elon macht das schon. Dann haben wir ein Problem, dann werden viele Pokémon von uns sterben. Weil nur die alten Pokémon, die wir behalten haben, die sind tatsächlich stark genug, um irgendwie irgendwas zu erreichen. Da 25, alter Schwede. Er ist Gift. Was ist gut gegen Gift? Kampf, ne? Ich fliege einfach mal. Kann man nichts verkehrt machen. Können wir gucken, was er einsetzen wollte? Schlammbad. Boah, das... Ich bin normal, ne? Schlammbombe. Das ist gut. Ich mach mal Erdkräfte, mal gucken, wie das läuft. Ich meine, wir sind... Es ist eine Bodenattacke. Boden müsste eigentlich gut gegen Gift sein, weil Gift kaum Schaden macht gegen Boden. Ich hab's noch drauf. Ich hab's noch drauf. Mein Kopf funktioniert zwar noch nicht ganz, aber ich hab's drauf. Sehr schön. 500 EP hätte ich irgendwo anders gut gebrauchen können, aber naja. Und wir sollten jetzt definitiv einmal kurz im Pokémon Center vorbeischauen. Weil so wie es jetzt aussieht, will ich ehrlich gesagt nicht weiterlaufen. Es kommt definitiv bestimmt noch ein Team Rocket Vorstand. Und gegen den zu gewinnen, wird in dem Moment vielleicht ein bisschen schwer werden, wenn wir nicht geheilt sind. Übrigens muss ich einmal kurz was tun. Ja. So. Ich musste mal kurz meinen Monitor ein bisschen höher stellen. Es ist immer so ein bisschen nervig, wenn man so nach unten guckt. Es sieht immer so depressiv aus. Ja, Freunde, heute spielen wir Pokémon. Und sind schon 27 Leute verreckt. Aber mir macht das nichts aus. Weil ich das ja nicht bin. So. Komm, heil sie einfach. Das ist noch ein bisschen zu hoch. Na komm. Das ist zu weit runter. So. Ich glaube, es ist genauso wie vorher.
Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, nicht zu trainieren. Ich habe mir gedacht, komm, trainierst du mal nicht, machst es dir ein bisschen schwerer. Aber ich habe das Gefühl, das war ein Fehler. Ich glaube, das war wirklich ein Fehler. Ich glaube, ich hätte bis 25 trainieren sollen. Ich war mir ja gestern nicht so sicher, ob ich das tun soll oder nicht. Weil wir ja schon so krass trainiert sind. Naja, unsere anderen Pokémon jedenfalls. Aber es kann böse enden. Mir wurden strikte Befehle erteilt. Jeder, der Team Rocket in die Quere kommt, wird pulverisiert. Dabei hat er aber nicht beachtet, dass ich unten die Leute schon pulverisiert habe. Und er mit seinen vier Pokémon, die wahrscheinlich alle 24 sind oder so, keine Chance hat. Da, Smogon zum Beispiel. Er hat überhaupt keine Chance. Ich mache einmal Konfusionsstrahl und der... Er hat Explosion oder Finale. Ach ja, ach. Das war die Geschichte. Ist okay. Zweimal Rauchbombe und dann Explosion oder Finale war das, ne? Oh. Ist nicht mehr verwirrt. Was haben wir eigentlich gegen ein explodierendes Viech? Ocelot, ne? Da kann er Explosion einsetzen. Explosion und Finale ist eine normale Attacke, das heißt, die hat keine Wirkung. Sehr schön. Abgezogen nenne ich das. Zubat. Na gut, dann wechseln wir mal. Zubat beherrscht bestimmt Blitz, ne? Der Blitz, sag ich schon, Biss. Ist ja fast dasselbe. Biss, Blitz, pff. Na komm, X-Bad gegen Zubat. Oh nein, ich setze natürlich auch Staune ein. Sei bitte zurückgeschreckt. Gut. Flügelschlag, komm. So einfach geht das, Freunde. Man muss nur wissen, was man wo einsetzt und dann ist es einfach alles gar kein Problem. Ratzfratz beherrscht wahrscheinlich auch Biss. Ich hätte sonst gerne Choupette eingesetzt, aber naja. Kann man nichts machen, ne? Alle seine Pokémon müssen in diesem Level sein, ne? Das ist aber schon recht easy. Hyperzahn. Wieso ist dieses Ratzfratz nicht entwickelt? Hat er sich gedacht, Ratzfatz entwickelt sich mit Level 19. Sollte ich lieber nicht tun, er könnte stark werden. Und wenn er stark wird, dann passt das ja gar nicht zu Team Rocket. Weil die haben alle eine verkackte Pokémon. Alle 23, ne? Ja. Gut, sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst, dass heute was stirbt. Weil, war das gestern oder vorgestern? Vorgestern, glaube ich, sind drei gestorben, ne? Danke! Super, ey. Jetzt kann ich keinen Flügelschlag mehr machen. Der Arsch! Ja, das hast du verdient! So, trotzdem tot, ohne dass er was einsetzen konnte. Mein Gott. Zero gewinnt. Wie immer eigentlich. Ich habe noch nie verloren. Ich glaube, einmal habe ich komplett verloren, ne? Ich glaube, einmal habe ich komplett verloren. Oder? Gegen Bianca bin ich einmal in Ohnmacht gefallen, aber ansonsten habe ich es immer irgendwie gerissen. Irgendwie habe ich es immer gerissen. Und letztens, also vor zwei Folgen, haben wir Suisun gefangen. Und da war ich doch so erstaunt, dass es kein Eis-Pokémon ist. In der 11. oder 12. Folge von mir hatte ich doch ein Suisun getroffen und habe mich schon mal dieselbe Frage gestellt. Ich erinnere mich. Aber auch nur, weil ich da einen Kommentar drauf bekommen habe und ich nachgeguckt habe, wie das Video so war. Habe ich gesehen, dass ich da Suisun gesehen habe, was ich eigentlich fangen wollte. Aber statt Suisun haben wir ja Mirapla bekommen gehabt. Und da hatte ich schon mal nachgeguckt, ob es ein Eis-Pokémon ist. Aber es sieht halt aus wie ein Eis-Pokémon. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das ein Wasser-Pokémon ist. Aber es ist halt irgendwo eine veränderte Form von Aquana und logischerweise ist es dann ein Wasser-Pokémon. Das hast du verdient, Magnetilo. Dafür, dass du mich paralysiert hast.
Eigentlich muss ich jetzt zum Pokémon Center wegen dem Arsch, ne? Wieso war das Magnetilo Level 27 und er hat noch eins Level 27? Was soll denn das? Ultraschall. Eine Attacke, die immer 20 HP abzieht. Am Anfang ist sowas immer extrem stark. Wenn du so ein Pokémon hast, das einfach mal ein Schaden zieht, das immer gleich ist, ohne Vor- und Nachteile. Dann hast du irgendwie ein Pokémon, das hat irgendwie 30 Leben und du setzt zweimal Superschall ein mit Level 2 gegen ein Level 10er und das Ding ist kaputt. Noch ein Magnetilo Level 27, ernsthaft? Könnt ihr nicht auch explodieren? Nee, oder? Ich weiß gar nicht, wer alles Explosion hat. Oder Finale. Das tut weh. Hör auf den Scheiß. Hör auf den Scheiß, ja. Mein Deutsch war schon mal besser. Und ich wollte mal kurz gucken, ob meine Stimme überhaupt aktiv ist. Ja. Sicherheitshalber. Oh, nicht mal 29. Komm. Elon. Hättest du besser machen können. Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Also wenn ich damit eine Bank ausrauben könnte, ich würde es tun. Wäre bestimmt ein gutes Gefühl, so viel Geld zu haben. Oh. Wenn Ocelot dadurch nicht stirbt, ist alles gut. Gewissheit! Gewissheit. Der hat nicht mal Hände. Er hat nicht mal Hände und er setzt einfach Gewissheit ein. Komm. Das ist nicht dein Ernst. Wenn der jetzt Finale einsetzt, ist Elon weg. Schlampert ist okay. Oh nein! Oh nein! Ja, wir müssen ihn wechseln. Oh nein! Komm, bitte ganz viel Leben. Das ist nicht ganz viel Leben. Dreck. Einfach Dreck. Das kann ich auch nicht machen. Minotaurus ist ein Pflanzen-Pokémon. Wir haben ein Problem. Scheiße! Komm schon, T-800. Komm schon. Komm schon. Ja. Ja. Oh nein. Es gibt's doch nicht. Er vergifte mich noch. Wow. Ich hasse dich. Gewissheit. Einfach mal fucking Gewissheit eingesetzt, der Penner, ne? So, ich muss mal kurz was gucken. Okay, mein Firefox ist verschwunden. Oder mein Chrome, besser gesagt. Firefox nutze ich ja schon seit Ewigkeit nicht mehr. So. Smogmog. Jetzt will ich es aber wissen. Jetzt will ich es aber wissen, Alter. Was zum Teufel? Vierte Generation. Gewissheit. Du willst mir ernsthaft sagen, der lernt eine Unlichtattacke? Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen, oder? Ist das überhaupt möglich?
Ich mache mal kurz Chrome. Ich öffne mal kurz die Liste. Das ist doch nicht euer fucking Ernst, Alter. Ah, sorry, aber das ist etwas, das ich nicht begreife. Wie ein Pokémon wie Smogmog einfach so eine Attacke kann. Der hat nicht mal Hände zum Zuschlagen. Und dann lernt er Gewissheit. Das entzieht sich jeglicher Logik. Naja. Haben wir uns ein neues Pokémon. Oh nein, ey. Oh nein. Warum Choupette? Meine Choupette. Mann. Da freue ich mich endlich, so ein Geist-Pokémon zu haben, das irgendwie Explosion und Finale abblocken kann und dann eine Attacke und ist weg. Und warum setzt er Gewissheit gegen mein X-Bad ein? Das ergibt auch keinen Sinn. Als hätte er gewusst, dass ich Choupette einsetze. Der hat das doch gerochen. Wobei, Smogmog stinkt so sehr, das kann er gar nicht riechen. Weißt du, ein One-Hit. Wie stark ist der Scheiß? Wie stark ist Gewissheit? Warte, ich guck mir das jetzt mal an. Ich komme da jetzt gerade nicht drauf klar. Gewissheit. Eine Stärke von 50. 50. Und dann wurde ich one-hitted. Okay. Mir fehlt hier Knopf. I have no idea, wo meine Knöpfe ist. Unter der Tastatur? Nope. Ich erinnere mich, ich habe die gestern gefunden auf den Tisch gelegt, aber egal. Suche ich gleich nach der Folge. Mich stört sowas halt, dass ich nicht weiß, wo etwas ist. Ja, meine Pokémon sind wieder topfit. Komm, lass stecken. Wenn das so weitergeht, ich werde bald keine Namen mehr haben, die ich einsetzen kann. Oh Mann, Choupette! Warum? So ein Dreck. Eine Stärke von 50 hat ihn ge-one-hitted. Ge-one-hitted. Ach. Es tut mir leid, Ocelot, aber... Du bist Opfer eines Verbrechens geworden. Nicht Smogmog hat dich umgebracht, sondern Game Freak. Game Freak hat dich umgebracht. Was soll ich dazu sagen? Das sind alles Pisser. Ich kann nur hoffen, dass wir irgendwie Ersatz bekommen. Irgendwie guten Ersatz. Ade. Adios. Goodbye. Es war aber eine Ehre, dich an meiner Seite gehabt zu haben. Okay. Unser neuer Weggefährte wird sein der Marcel. Marcel, ich sag schon mal herzlich willkommen im Team. Wir suchen dir jetzt ein Pokémon aus. Sei bitte irgendwo 22 mindestens. Ein Plimpfer. Akzeptiert. Ist genommen. Dann entwickelt er sich wenigstens in einem Level. Immerhin. Gibt Schlimmeres, nicht wahr? Mich nervt das gerade, dass ich nicht weiß, wo der Knopf ist. Ich muss hier sowieso mal wieder aufräumen. So, heute wird wieder Basketball gespielt. Sagen wir es mal so, das ging 20 Meter daneben. So.
Pinguin! Einmischung kann es gar nicht leiden. Es ist bockig und fast nur schwer zu trauen zu seinem Trainer. Haben wir uns eigentlich die Pokémon schon mal angeguckt? Ja, doch, hatten wir. Marcel. Endlich mal ein Name, der leicht zu merken ist. Marcel. So, Marcel. Herzlich willkommen im Team. Damit verschwindest du aus der Liste. Und bist nun in meinem Herzen. So. Mal gucken, wer heute noch alles sterben wird. Lass mich mal überraschen. So, Mild schläft gerne. Schlechte Verteidigung, guter Spezialangriff, Nassmacher, Schnabel, Blubstrahl, Geduld. Ja. Kann man nicht viel zu sagen, ist jetzt nicht so der Hammer. Spezialfähigkeit ist wahrscheinlich dieselbe wie bei jedem Starter-Pokémon, was mich eigentlich schon seit jeher ankotzt. Dass sie keine vernünftigen Fähigkeiten haben. Ich meine, es ist ja gut, dass sie stärker werden, wenn sie schwächer sind, aber... Das bringt mir eigentlich gesagt einen Scheiß, weil ich sie dann nicht einsetzen möchte. Tja. Gewissheit richtet doppelten Schaden an, wenn der Gegner weniger als 50 HP hat. Ich hatte mehr als 50 KP. Also mehr als 50%. Ich hatte volle KP. Was erzählten die da, ey? Naja. Alles wird gut. Ich muss mal kurz, das vernünftig aus... Ja. Das, genau das hatte ich vor. So. Na gut. Gucken wir, dass wir Plimpfer irgendwie zur Entwicklung bringen, dass er irgendwie ein bisschen stärker wird. Hallo. Der Anführer von Team Rocket hat sich hinter dieser Tür verbarrikadiert. Sie wurde von innen abgeschlossen, aber der Intendant könnte sie öffnen. Du findest ihn im vierten Stock. Oh, bitte, du musst ihn retten. Ja, ja. Ach, guck mal. Hallo. Team Rocket, was? Willst du wissen, was denen fehlt? Musik natürlich. Finde ich nicht, also ich höre gerade Musik. Und die hört sich recht vernünftig an. So, ich schieb mal kurz mein Fenster wieder nach rechts. So. Ein echter Musikliebhaber würde in unserem Radioturm nie solchen Schabernack treiben. Jawohl, ja. Hallo. Der Plan zur Befreiung des Radioturms war ein voller Erfolg. Befreiung? Dieser Lance muss echt cool sein. Wer bist du denn? Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand Lance in den Weg stellt. Ich meine natürlich Team Rocket. Da ist jemand verliebt. Achso, es ist eine Frau. Ja. Rettan! Schön, dass du in seinem... Ja. Wirklich niedrigen Level bist. Schnabel müsste eigentlich ordentlich was reißen, ne? Und tot! Nein. Ja klar, dass er nicht sofort stirbt. Okay. Blubstrahl. Ich hoffe, wir können dieses Rettern fertig machen. Okay. Akzeptiert. Mirapla, gut, dann muss ich das Pokémon wechseln. Jetzt haben wir zwei Wasser-Pokémon, ne? Mirapla. Die sind alle wahrscheinlich in so einem ganz niedrigen Level, ne? So soll's laufen. Sehr effektiv. Hört sich gut an. Damit lebe ich gerne. Nur ein bisschen wenig Erfahrung. Rettern wieder. Okay. Das ist einfach nur so ein Hin- und Her-Spiel.
Zuerst Rettern, dann mache ich Rettern mit Blindfahr fertig, mit Marcel. Und dann setzt er wieder Mirabla ein. Weil er denkt, hoch, ich habe ja noch ein Pflanzen-Pokémon gegen dieses Wasser-Pokémon. Das muss es vollbringen. Und dann steht da plötzlich so ein fettes X-Bad. Hatten wir es eigentlich schon mal, dass ein Pokémon in derselben Folge gestorben ist, wie es aufgetaucht ist? Ich glaube nicht, ne? Glücklicherweise. Kaboom! So wirst du niemals Level 3. Du, Flor! Weißt du was, dann bleibe ich kurz noch. Ich bleibe doch kurz, nur um die Erfahrung einzusacken. Jetzt denkt er sich bestimmt, ha, die kleinen Knips, die mache ich fertig. Und jetzt kommt der große Knips. Man muss dazu sagen, X-Bad ist nicht wirklich groß. Pff, mega Sauger. So. Was willst du damit erreichen? So. Ich zeig dir, was Schaden bedeutet. One-Hit-Wonder. Sehr schön. Ja gut, Freunde, wir sind irgendwie heute nicht weit gekommen, ne? Für mich zählen nur Team Rocket und Lance. Wer schert sich schon um Pokémon? Ich würde sagen, wir sind nicht weit gekommen, 2 Stockwerke heute. Aber das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann mit unseren Pokémon, die alle 25 sind. Und unserem Pliffer, der sich entwickelt hat. Habe ich jetzt einfach mal spontan entschieden, dass ich das jetzt machen werde. Mir wird das langsam zu riskant. Mir wird das zu riskant, mit solchen Pokémon hier rumzulaufen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.